Herr Kunert, Sie sind jetzt seit 2 Wochen hier bei Merck in Darmstadt, haben heute solides Quartalsergebnis präsentiert. Wie ist Ihre Einschätzung der Zahlen? In der Tat ein gutes zweites Quartal. Solides organisches Wachstum mit plus 3,4%. Nach wie vor negative Wechselkurseffekte. Aber im zweiten Quartal hat auch unsere AZ-Akquisition das erste Mal zu Umsatz und Ergebnis positiv beigetragen. Ein weiteres Beispiel für die gute Wachstumsperformance ist unser Selbstmedikationsgeschäft, wo wir ein starkes Wachstum zeigen konnten. Und wenn wir uns mal die regionale Performance anschauen, dann hat das Wachstum im zweiten Quartal eine Ursache, und das sind die Emerging Markets. Hier konnten wir zweistellig zulegen im Vergleich zum Vorjahr. Das klingt alles sehr gut. Allerdings ist es ja so, dass gesunkene Lizenz- und Provisionserlöse und starke negative Währungseffekte das Ergebnis unterm Strich schon etwas eingetrübt haben. Was hat es denn damit auf sich? Die negativen Wechselkurseffekte und auch die gesunkenen Lizenz- und Provisionserträge haben das operative Ergebnis in der Tat belastet. Allerdings ist zu erwähnen, dass es noch einen weiteren Effekt gibt, nämlich einen Einmaleffekt aus der Neubewertung von Vorräten im Rahmen der Erstkonsolidierung der AZ-Akquisition. Dieser Effekt hat den berichteten EBIT und auch den Gewinn pro Aktie, also das Earnings per Share, reduziert. Und dieser Einmaleffekt ist dafür verantwortlich, dass die berichteten Zahlen unter dem Vorjahr liegen. Dieser Einmaleffekt wird im EBITDA vor Sondereinflüssen bereinigt. Und trotz negativer Wechselkurseffekte und der gesunkenen Lizenz- und Provisionserträge waren wir hier in der Lage, wie gesagt, nach Bereinigung dieses Sondereffekts tatsächlich einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu zeigen. Sie haben gerade eine Reihe von negativen Effekten genannt, die es zu kompensieren galt im abgelaufenen zweiten Quartal. Sind die auch dafür verantwortlich, dass Merck bei der Prognose etwas vorsichtig ist? Naja, zunächst mal haben wir unseren Ausblick, den wir Anfang des Jahres für das Gesamtjahr 2014 gegeben haben, bestätigt. Wir gehen davon aus, dass wir ein leichtes organisches Umsatzwachstum zeigen werden in 2014 und einen moderaten Anstieg des EBITDA vor Sondereinflüssen. Und wir haben ja bereits über die negativen Wechselkurseffekte und die reduzierten Lizenz- und Provisionserlöse gesprochen. Wir werden in der Lage sein, diese negativen Effekte im Geschäftsjahr 2014 komplett zu kompensieren. Und der moderate Anstieg kommt dann aus den Ergebnisbeiträgen, die wir ab Mai aus der AZ-Akquisition in unseren Zahlen sehen werden. Für die kommenden Jahre hat Merck sowohl organisches Wachstum, also Wachstum aus den bestehenden Geschäften heraus, als auch inorganisches Wachstum, das heißt Wachstum durch Zukäufe, angekündigt. Können Sie uns einen kleinen Ausblick darauf geben, was uns da erwartet? Profitables Wachstum ist ein Kernbestandteil unserer Strategie. Und profitables Wachstum ist in der Tat also zum einen organisches Wachstum, zum anderen Wachstum über Akquisitionen. Um Ihnen zwei Beispiele zu geben für organisches Wachstum: im Bereich Performance Materials arbeiten wir derzeit an den sogenannten organischen Leuchtdioden, den sogenannten OLEDs. Im Bereich Merck Serono ist die Biosimilars-Initiative erwähnenswert für zukünftiges organisches Wachstum. Dieser Initiative messen wir hohes Potenzial bei für die Zukunft. Im Bereich Akquisitionen wollen wir natürlich uns gezielt in unserem Portfolio verstärken, wobei der Fokus auf die Stärkung der Pharma-Division und der Life-Sciences-Division liegt. Das bedeutet also Stärkung von Merck Serono und Merck Millipore. Und wir haben eine sehr solide Bilanz, eine starke Cashflow-Generierung und sind von daher gut vorbereitet für eventuelle Gelegenheiten, die sich im Markt ergeben sollten.